Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German. Vor wenigen Tagen hat das Europäische Parlament ein Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz verabschiedet. Für den Einsatz von KI sollen innerhalb der EU künftig bestimmte Vorschriften gelten. Mein Kollege Daniel Georgakos hat sich genauer mit dem weltweit ersten KI-Gesetz beschäftigt und ist jetzt bei uns im Studio. Hallo Daniel. Hallo Benjamin. Was steckt denn hinter den Gründen für die beschlossene Regulierung der künstlichen Intelligenz? Ja, erstmal muss man klar erwähnen, die künstliche Intelligenz, die ist im Alltag eines jeden angekommen, ob wir wollen oder nicht. Und die Auswirkungen, die die Verwendung von künstlicher Intelligenz mit sich bringt, die sind enorm. Und die Hauptgründe für die beschlossene Regulierung sind die Gefahren für die Nutzer und Nutzerinnen. Vor diesen vielfältigen Gefahren, da warnen sogar die Entwickler von künstlicher Intelligenz und der OpenAI-Boss und Entwickler des Sprachmodells ChatGPT, Sam Altman, der sagt Folgendes darüber. My worst fears are that we cause significant, we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. And we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. But we try to be very clear-eyed about what the downside case is and the work that we have to do to mitigate that. Ja, das sagte Altman vor rund 10 Monaten vor dem amerikanischen Kongress. Und spätestens seitdem warnen Experten und Wissenschaftler vor der Bedrohung einer unregulierten KI. Falls aggressive Anwendungen eben ohne menschliche Kontrolle entwickelt werden. Ja, und dazu muss man auch sagen, vor rund 10 Monaten, wenn man so auf die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und des Felds so schaut, dann ist das ja fast wie vor 10 Jahren. Absolut. So schnell geht ja die Entwicklung. Das klingt alles nicht sehr gut. Verständlich, dass der Ruf nach einer Regulierung da laut wird. Was genau wurde denn im EU-Parlament beschlossen, um den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu regulieren? Also ganz allgemein soll gelten, je größer das Risiko, desto strenger die Auflagen. Also hinzu kommt, dass es der KI nun verboten ist, Menschen in Gruppen einzuteilen. Also zum Beispiel nach politischen Ansichten, nach Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit zu unterscheiden. Und ein ganz wichtiger Punkt hier, der seit Monaten für Debatten sorgt. Die Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen ist nur in bestimmten Ausnahmefällen erlaubt. Also beispielsweise, um bei schweren Straftaten gesuchte Personen besser identifizieren zu können. Verstehe. Und Ziel der KI-Regulierung ganz allgemein ist eine, und ich zitiere den Gesetzesentwurf, nachvollziehbare, transparente, faire, sichere und umweltfreundliche KI. Und das alles zum Schutz und zum Wohle der Nutzer. Ja, okay, klingt erstmal sinnig. Jetzt gibt es aber bereits eine Menge an verschiedener KI-Produkte auf dem Markt und im Rekordtempo, da kommen ja immer neue dazu und die werden auch immer mächtiger und können auch immer mehr tolle Dinge tun. Werden es also zukünftig auch alles im Zusammenhang mit KI erstmal geprüft werden und in Frage gestellt werden oder wie muss man sich das vorstellen? Prinzipiell ja, also es wurden Risikoklassen erstellt für künstliche Intelligenz und man hat sich da im Parlament auf 4 Klassen geeinigt. Nicht akzeptabel, hohes Risiko, generative KI und geringes Risiko. Und vor der Marktzulassung werden die KI-Programme dann geprüft und die ein hohes Risiko bergen, werden dann einer weiteren Prüfung unterzogen, um dann eben die Auswirkungen auf Grundrechte verhindern zu können. Und das vorhin erwähnte Sprachmodell ChatGPT, das sollte jedem bekannt sein, das fällt zum Beispiel unter die Kategorie generative KI und das ist nach Meinung der EU-Gesetzgeber ein mittleres Risiko. Und das heißt in diesem konkreten Fall, die Hersteller sollen verpflichtet werden, transparent zu machen, wie diese KI arbeitet und wie sie verhindert, dass illegale Inhalte mit ihr erzeugt werden können. Und außerdem soll offengelegt werden, wie die KI trainiert wurde und welche urheberrechtlichen geschützten Daten da verwendet wurden. Und alle Inhalte, die zum Beispiel mit ChatGPT erzeugt werden, müssen dann
eindeutig und ganz klar gekennzeichnet sein. Ja, stelle ich mir ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor, weil natürlich auch dieser ganze Trainingsprozess auch Teil dessen ist, was das Geschäftsmodell ausmacht. Und es natürlich auch nicht ganz einfach ist. Es ist ja wie eine Blackbox, wenn man sich das so vorstellt, da so reinzuschauen, das offenzulegen. Gut, aber ich meine, gute Ideen, also eine erstmal sinnige Idee. Jetzt zu dieser eindeutigen Kennzeichnung. Das spielt natürlich eine wichtige Rolle, gerade im Kampf gegen Betrüger und Falschinformationen im Internet, vermute ich mal. Genau, also Kriminelle, die nutzen KI immer häufiger und weil sie auch immer besser wird und sich eben so entwickelt, wie sie sich entwickelt in den letzten Monaten. Und die Algorithmen, die machen Identitätsdiebstahl und Phishing-Mails zum Beispiel spielend leicht und deswegen warnen Expertinnen und Experten davor, dass die KI in der Lage ist, Desinformationen zu generieren und zum Beispiel auf Social Media zu verbreiten. Und Michael Osborne ist Professor für Machine Learning an der Universität Oxford und er hat diese Meinung dazu. Noch alarmierender scheint mir die Möglichkeit, mit sogenannten Large Language Models Desinformationen zu verbreiten und andere mit Absicht in die Irre zu führen. Ich fürchte, solche Programme könnten in der Lage sein, Propaganda in bisher ungeahnter Menge und maßgeschneidert zu verbreiten, wie wir das bisher nicht kannten. Ja, Also Expertinnen und Experten, die befürworten anscheinend auch eine Regulierung, jedoch gibt es natürlich auch immer wieder das Argument, dass eine zu starke KI-Regulierung den Markt in Europa dann einschränken und damit Innovation bremsen könnte. Das heißt, Europa fällt hinten über und kann dann nicht mehr mithalten, vielleicht mit der allgemeinen Entwicklung. Das ist eine Sorge für europäische Unternehmen, vermute ich auch mal. Genau, das stimmt. Und Expertinnen und Experten warnen vor den Nachteilen. Und wie du schon vermutest, befürchten sie, dass die Entwicklung von Innovationen durch zu viel Bürokratie überlastet werden könnte. Ja. Und ja, siehe aufwendige Testverfahren vor der Markteinführung, wie vorhin erwähnt. Der CCIA, also der Verband der Computer- und Kommunikationsindustrie, sieht regulatorische Eingriffe übrigens aufgrund der aktuellen Marktlage als verfrüht an. Und zum einen würde diese Innovationen bremsen und zum anderen würden die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher darunter leiden. Und im Rahmen des KI-Gipfels in Brüssel Ende vergangenen Jahres kritisierte der irische Wirtschaftsminister Coveney der rasanten Entwicklung der KI mit diesen Gesetzen, die jetzt verabschiedet wurden, gerecht zu werden. And I think the danger here is we try to do too much, perhaps, and we find that the definitions and the guardrails that we're putting in place perhaps are out of date within months, never mind years. But I think it would be a mistake to try to do too much too quickly. In the context of a technology that is evolving at such a pace. Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Vera Jourova, wehrte sich dagegen, denn sie befürwortet die Regulierungsgesetze der EU. I believe that we need regulation of AI, but I think that now we know quite a lot about the potential possible risks stemming from some of the AI parts or technologies, and that's why we are coming with the piece of legislation, AI Act, which in my view is proportionate and necessary. Wie fallen denn allgemein die Reaktionen auf das verabschiedete Gesetz des EU-Parlaments aus? Das Gesetz hat im EU-Parlament breite Zustimmung erfahren. 523 der insgesamt 705 EU-Parlamentarier haben am Ende dann für das Gesetz gestimmt. Aber die Reaktionen innerhalb, die fallen dann doch eher gemischt aus. Aus den Reihen der Grünen ist zu hören, das Gesetz sei als Quantensprung in Richtung einer ethischen und nachhaltigen KI-Regulierung. Die CDU, die sieht das anders und eher skeptisch und kritisiert, der Gesetzestext sei vage und das Vollzugssystem zu komplex. Und die Europaabgeordnete der FDP, Svenja Hahn, sagte Folgendes zur Abstimmung des Gesetzes. Ich hätte mir einen noch stärkeren Schutz von Bürgerrechten gewünscht. Wir konnten gegenüber den Mitgliedsländern kein vollständiges Verbot biometrischer Überwachung, wie zum Beispiel Gesichtserkennung, im öffentlichen Raum erreichen. Wir konnten aber hohe rechtsstaatliche Hürden einziehen.
Soweit Svenja Hahn. Und in der deutschen Wirtschaft wird das Gesetz mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom erklärte bereits vor der Abstimmung, dass das Gesetz noch viele Fragen offen lasse. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen begrüße jedoch das KI-Gesetz, sieht aber noch Schutzlücken für Verbraucher. Okay, es ist also alles beschlossen. Wann wird das Gesetz denn konkret in Kraft treten? Das Gesetz muss nun nur noch formal von den Mitgliedstaaten gebilligt werden und das soll dann Ende April geschehen, also doch relativ zeitnah. Und interessant ist, erst 2 Jahre nach dem offiziellen Inkrafttreten wird der Großteil des Gesetzes anwendbar. Und das ist meiner Meinung nach doch schon eine ziemlich lange Zeit, wenn man die rasante Entwicklung auf dem Schirm hat. Also vor 2 Jahren kannte noch niemand ChatGPT und jetzt sitzen wir hier und diskutieren darüber. Einige dieser Vorschriften, die jetzt verabschiedet wurden, die haben jedoch kürzere Fristen und die Verbote, die durch dieses Gesetz vorgesehen sind, die werden dann wahrscheinlich schon nach 6 Monaten greifen. Ja, da bleibt dann wirklich abzuwarten, inwiefern diese Gesetzgebung, ja, Legislative denn da überhaupt mithalten kann mit dieser Pace, jetzt auf Englisch gesagt, die diese Technologie an den Tag legt. Das ist natürlich wirklich alles andere als einfach, da auch für die Gesetzgeberinnen und Geber da passende Antworten drauf zu finden. Wir sind gespannt. Ich danke dir vielmals für deine Einschätzung und wir bleiben natürlich dran an dem Thema, oder? Wir bleiben dran. Sehr gerne, Benjamin. Dankeschön. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.